Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Heute ist das große Oldtimer-Treffen, zu dem ich mich ja angemeldet habe, denn wir haben ja hier einen Oldtimer, den Güldner, und den, dachte ich mir, stelle ich dann hier mal in dem Nachbardorf aus. Und ich glaube, hier vorne muss es schon irgendwo sein. Oldtimer-Treffen geradeaus und hier rechts, wenn es richtig sieht. Oh, okay. Abgesperrt. Ah! Schon der erste Bekannte. Moin, moin, Theo. Ja, hallo Ansgar. Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich freue mich schon total aufs Treffen. Aber wo muss ich denn jetzt hier rein? Hier ist ja irgendwie... Achso, hier ist gar nicht abgesperrt. Durchfahrt nur für Oldtimer. Oldtimer. Ja, genau. Du musst hier dran vorbeifahren an der Barke und dann nach der Kurve... Guck mal, wer hinter uns ist. Moin, ach, moin. Das ist ja ein richtiges Klassentreffen. Moin, moin. Alte Bekannte. Wo ist denn der Herr Peters, das Original? Der Herr Peters, ja, der hatte leider keine Zeit oder keine Lust. Man kann sich aussuchen. Okay. Aber dann bist du jetzt hier eingesprungen mit dem alten Abschleppwagen. Den habe ich schon vermisst. Genau. Mit dem habe ich schlechte Erinnerungen. Naja, gut. Aber ich fahre mal weiter, ne? Auch genommen. Einfach genau hinter mir herfahren, glaube ich. Ich glaube, hier vorne geht es nämlich schon rein. Ja, ja, hier ist ja auch irgendwie der Pfeil und ich laufe mal vor. Für uns. Ja, das wäre nicht schlecht. Alles klar. Ich muss vielleicht auch mal gucken, ob ich das hier irgendwie aufmache. Dann sehe ich ein bisschen mehr. So, dann können wir auch ein bisschen Frischluft hier reinlassen in das Gefährt. So, alles klar. Dann nehmen wir mal Kurs auf dieses Oldtimer-Treffen hier vorne. Wir werden hier gut geführt und müssen jetzt offensichtlich hier nochmal links abbiegen und dann dürfen wir schon da sein. Das sieht mir doch gut aus. Das sieht mir doch nach Oldtimer-Treffen aus hier. Nach einer hervorragenden Veranstaltung. Und hier drauf, Herr Meier. Hier drauf? Oh, was ist denn da? Gucken Sie mal hinter sich, Herr Meier. Ach du liebe Zeit. Ach, was ist das denn jetzt hier? Ja, ich glaube, ich parke erstmal ein. Wissen Sie, wo ich mich hinstellen muss, wo mein Stellplatz ist? Ja, genau, hier geradeaus. Ich komme, ja, bleiben Sie mal da stehen, ja? Ja, ich stelle mich dahin, wo Sie parken müssen. Das ist ja ein Aufwand hier, genauso wie man sich das vorstellt. Ein riesiger Auflauf. Ah, da muss ich hin, okay. Hier rückwärts rein, wenn es geht. Ist alles hier der Dorfplatz, wie es scheinen soll, ne? Ach du liebe Zeit. Das ist da wurde aber wirklich, ich dachte, das sei so ein kleines Ding mit zwei, drei Maschinen. Aber da wurde ja wirklich alles aufgefahren, was hier in der Umgebung offensichtlich so zustande kam. So, dann parken wir einmal kurz ein. So. Kann ich mich hier einfach vorstellen, oder? Ja, hier so rückwärts in die Ecke sollen sie rein. Okay. Alles klar. Dann machen wir noch schnell den Blinker aus. Passt perfekt, würde ich sagen. Passt wie perfekt. Wie angegossen. Ja. Super. Ach, du liebe Zeit. Ach, jetzt sehe ich auch erst, wer das hier alles fährt. Das ist ja ein richtiges Familientreffen. Ich dachte, wir seien die Einzigen hier aus dem Dorf, aber das ist ja gar nicht der Fall. Moin. Herr Eder, sehe ich doch richtig. Moin, Herr Meier, ist ja auch hier. Moin, ja, genau. Ich war gerade verwundert, dass ich Sie hier auch treffe. Es ist ja erstaunlich, viele aus dem Dorf haben hier irgendwie... Und Herr Jakobsen, ich grüße Sie, sind ja auch da. Moin, Herr Meier. Moin. Ein richtiges Klassentreffen hier. Schon wie damals auf der Messe, da war ich ja auch irgendwie. Man trifft doch immer wieder bekannte Leute. So, gucken wir uns mal ein bisschen um. Da wundert man sich, was die vom LU doch an alten Maschinen noch haben. Was ist das denn nicht Privatbesitz so oder haben Sie es jetzt hier von dem Lohnunternehmen? Der ist mein Privatbesitz. Ah, das dachte ich mir doch. Haben wir schon beim Lohnunternehmen habe ich das nie gesehen. Habe ich schon mal im elterlichen Betrieb restaurieren lassen mit 15.000 Stunden und bin damit ein bisschen daheim, ein bisschen im Forst unterwegs. Ah, okay. Ich würde aber sagen, ich nutze die Chance direkt mal, solange es hier noch nicht ganz so voll ist und werde mir die ganze Ausstellung mal persönlich anschauen. Und mal hier ein bisschen die Schätzchen durchgucken. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Es freut mich, dass Sie auch den Weg hierher gefunden haben zu unserem Oldtimer-Treffen. Moin, ja, kennen wir uns schon? Ich bin Bernd Schulz, ich bin der Veranstalter von dem Treffen. Ah, okay, wir hatten dann geschrieben zur Anmeldung. Ja, genau. Ah, okay. Ja, das freut mich.
Und kann man sich das, wissen Sie ein bisschen mehr zu den Maschinen? Können Sie mir vielleicht schon ein bisschen was zu sagen? Weil ich wollte mir das gerade mal ein bisschen angucken. Noch ist es ja nicht ganz so voll. Ich denke mal, das wird sich noch im Laufe des Tages verändern. Aber ich wollte mir mal ein bisschen die einzelnen Geräte hier anschauen. Ja, natürlich. Wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie mich einfach. Ja, lassen wir uns mal durchgehen. Gibt's hier eigentlich, kann man die auch mal selbst ausprobieren oder gibt's da keine? Das ist übrigens mein Mitarbeiter, der Theo Grünwald hier neben Ihnen. Hallo. Hallo. Genau, der hat auch, hattest du eigentlich auch, du hattest mir irgendwie gesagt, du wolltest irgendwie auch mit einem eigenen Fahrzeug noch ankommen. Was war denn das? Da wolltest du ja noch nicht so viel verraten. Zeigst du mir später. Den zeige ich dir später. Okay. Da kommen wir gleich dran vorbei. Okay. Hier, die Drescher, die sehen ja noch gar nicht so alt aus. Also das sieht ja so aus, als ob das so in den letzten 50, 60 Jahren eingesetzt wurde. Ja, genau. Sind auch sehr gut gepflegt. Hm, das hier ist zum Beispiel New Holland Bison. Sehr, sehr schick. Und was haben wir hier noch? Fortschritt. Was? Fortschritt ist ja, glaube ich, so eine ostdeutsche Marke, ne? Ja, genau. Hat man hier in der DDR, glaube ich, eingesetzt, ne? Genau. Ja, interessant. Und hier, das hier fällt ja komplett aus der Reihe. Was ist das denn? Das ist unser US-amerikanisches Schätzchen. Ach, ah, okay. Das sieht ja schon ein bisschen älter aus. Vor allem diese eine Stange, an der das Lenkrad befestigt ist. Sehr abenteuerlich. Ja, gehen wir mal ein bisschen durch hier. Was haben wir hier noch? Auch, also es ist sehr viel gemischt. Massey Ferguson. Mit diesen Aufbauten und so. Nett. Und das hier ist ein Transporter. Gar kein Träger. Das ist ein russischer Servicewagen, Ansgar. Ah, okay. Und? Das ist übrigens dann auch meiner. Ah, also, okay. Wieso bist du damit noch nie auf den Hof gekommen? Ja, weil ich den nur auf Saison gemeldet habe und nur dann benutze, wenn ich auf Oldtimer-Treffen fahre. Ach so. Das ist jetzt nicht so, dass ich damit überall hinfahre und überall rumjuckel. Was man braucht so ein Ding denn? Kriegen. Boah, der braucht ein bisschen. Liegt so circa bei 20 Litern, also. Ach ja, ja nett. Ja, die falsche Frage, ich merke schon. Kann man denn auch irgendwo, ich hatte eben schon kurz gefragt, kann man denn auch irgendwo einsteigen? Kann man sich das mal so anschauen? Weil ich selbst kenne nur den Güldner, das ist nett damit zu fahren und so, aber den bin ich natürlich jetzt gewohnt. Gibt es hier auch irgendwie die Möglichkeit, mal selbst zur Hand anzulegen? Vermutlich nicht, oder? Ja, natürlich, folgen Sie mir da einfach mal. Ach, tatsächlich, okay. Kommst du mit, Theo? Ja, klar, das gucke ich mir an. Ach, das geht bis hier hinten raus. Ist hier sozusagen die praktische Fläche? Ja, hier haben wir aufgebaut einmal einen Fortschritt-Häcksler. Ja. Da können Sie mal Mais häckseln, wenn Sie möchten. Wo ist der Häcksler? Hier hinter dem Anhänger. Das Ding ist ein Häcksler? Tatsächlich. Das ist ein Häcksler. Das ist ja klasse. Das ist ein Fortschritt E281C. Das Teil ist genauso groß wie von unserem Klaas die Kabine. Das ist ja hervorragend. Und da darf man jetzt auch einsteigen? Ja, natürlich. Ja, wenn dann. Sie bitte wenn schön, Ansgar, du darfst. Okay, das mach ich mal. Das ist ja schick. Kann ich auch den Motor starten oder ist das nicht erlaubt? Ja, Sie können den Motor auch starten. Sie können auch ein Stück häckseln, wenn Sie möchten. Echt? Tatsächlich? Dann mache ich das mal. So, das Ding läuft. So. Muss ich das hier vermutlich kurz senken. Anmachen. Heute kennt man diese Maisgebisse. Das war offensichtlich noch ein bisschen anders damals. Deswegen dachte ich auch erst, das sei so ein Häcksler. Und jetzt kommt da tatsächlich was raus, oder? Tatsächlich! Das ist ja der Hammer. Alter, das ist ja super. Kann man sich nicht vorstellen. Ah, hier vor der Kurve graut's mir schon. Fahr mal. Ich fahr kurz vorbei, ja? Ich wende einmal kurz.
das hier hoch machen. Jetzt kriege ich hier vermutlich Ärger. So. Dann wenden wir einmal und dann geht es weiter. Das ist ja ein uriges Teil. So. Alles klar. Dann machen wir weiter. Ah, da kommen auch schon die ersten Zuschauer. Das ganze Spektakel. Okay, das wollen ja sicherlich auch noch andere Besucher machen, deswegen werde ich hiermit mal aufhören. Aber das ist ja hervorragend. Der Fortschritt. Herr Meier. Danke Ihnen. Wir hätten hier drüben auch noch einen Mähdrescher. Einen Mähdrescher haben Sie auch noch? Den möchte ich dann mir natürlich auch mal anschauen. Deswegen bin ich hergekommen. Ich meine, das Ausstellen ist das eine, ne? Aber es war schon auch persönliches Interesse, wie man so früher so Landwirtschaft gemacht hat. Das müssen meine Großeltern teilweise noch mit diesen Maschinen hier gemacht haben. Nicht unbedingt ja. Fortschritt, aber so ein Deutz könnte durchaus gewesen sein. Ach, ja, das, ja, das man, Deutz. Ein Deutz war. Ja. M1202. Den können sie auch mal fahren, wenn sie möchten. Und der hat gar keine richtige Kabine hier, sondern das ist alles offen. Ja, das ist alles noch offen. Das mit den Kabinen gab es damals noch nicht. Krass. Andere Zeit. So. Fahren wir damit auch mal eine Runde. Nehmen wir den Hafer mit. Das ist klasse. Wie schnell kann denn sowas eigentlich fahren? Ah, jetzt ist er schon weg. Alle gucken hier zu. Ach, und der Jörg Eder, der probiert auch schon da hinten so ein bisschen was aus, oder ist das seine Maschine? Nee, ich nehme an, er probiert auch ein bisschen aus. Müssen wir uns gleich auch mal anschauen. Dass man hier selbst so Hand anlegen darf, ist ja nett. Richtig nettes Oldtimer-Treffen. Ja. Ah, kommen wir noch ein bisschen weiter. Ist wirklich imposant. So. Diejenigen, die dann ein bisschen später hier Hand anlegen, die dürfen dann vermutlich nicht mehr dreschen. Sondern müssen hier mit dem kahlen Boden vorlieb nehmen. Und da entsteht dann tatsächlich auch eine kleine Schwart. Tipptopp. Das finde ich ja klasse. Wir haben ja alle schon Hand angelegt. Da muss ich mir jetzt mal noch den Rest anschauen. Ach, die machen jetzt hier auch. Die probieren auch mal ein bisschen aus. Das ist ja super. Der Lehrling des Händlers versucht was zu tun. Bitte? Der Lehrling des Händlers versucht zu häckseln. Ja, aber es ist ja, also stellt sich nicht schlechter an als ich, oder? Auf keinen Fall. Herr Schulze, da haben Sie ja wirklich ordentlich was aufgebaut. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich dachte, man könnte hier ein bisschen gucken und vielleicht auch mal irgendwo einsteigen, aber dass man selbst dann auch bedienen kann, das ist ja hervorragend. Da bin ich ja richtig begeistert. Ja. Wir haben das hier extra so gemacht, dass Sie auch mal die alte Technik bedienen dürfen. Mhm. Und dass die Leute auch mal was probieren können. Sie kommen auch aus Sachsen, oder? Man hört so ein bisschen am ja. Dialekt. Also sind vermutlich vertraut mit dem ganzen Fortschritt. Maschinen. Ja, genau. Herr Eder. Herr Meier. Ich habe gerade erfahren, das ist Ihre Maschine. Ja, es ist meine Maschine, ja. Mensch, was haben Sie denn alle für Oldtimer-Vorliebe hier im Dorf? Ja. Vererbt. Vererbt, ja gut, aber ich treffe vermutlich jetzt hier wollen auch nur Sie mal, wollen Sie mal ausprobieren? Gerne, ja. Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, die Raupe mit der Steuerung, aber ich denke, Sie werden klarkommen damit. Ich habe mal gehört, ich habe es aber selbst noch nicht ausprobiert, dass bei einigen Fahrzeugen dieser Bauart das Anfahren so komplett ruckartig sein soll. Also das war irgendwie damals noch nicht so ganz ja, ausgeklügelt. Ja, das muss man ausprobieren. Das muss man ausprobieren. Okay, ja, dann würde ich sagen, nutze ich Ihren Vorschlag doch direkt mal, beziehungsweise greife den auf und probiere das mal aus. So. Ja, Sie sehen da vorne diese zwei Hebel. Und ja. Wenn Sie in der Mitte sind, genau, dann fahren Sie geradeaus. Ach, das ist so ein... Ich verstehe. Sie haben kein Lenkrad sozusagen. Wenn Sie den linken rausziehen, dann fahren Sie nach links. Und wenn Sie den rechten rausziehen, dann fahren Sie nach rechts. Ah, okay. Ja, dann. Wieso machen wir hier den Raps weg? Ist das alles so... Das ist Testfeld. So. Ach so, okay. Keine Ahnung. Ja, dann. Warum es ausgerechnet der Raps geworden ist. Wenn es Ärger gibt, ne? Sie waren's, wissen Sie Bescheid. Tatsächlich. Ja, Sie können auch das volle
der fährt auch die vollen 15 km/h. Also das ist das Maximum, was er fahren kann. Aber du wolltest jetzt mal nicht übertreiben, weil da vorne ist ja schon wieder das Feld Ende. Aber das ist ja hervorragend. Ich lass dir mal an, ne? Das ist ja hervorragend. Ja. Ein New Holland. Das ist ja richtig kompliziert, das zu bedienen mit diesen... Kann man damit auch gut auf der Straße fahren oder vermutlich ja nicht? Ja, es geht. Deswegen sind wir auch eigentlich mit dem Transporter gekommen. Ah, okay. Okay, Sie waren hinter mir mit dem Transporter. Ich konnte es gar nicht zuordnen. Das war so eine Reizüberflutung. Das ist ja hervorragend. Ich bin richtig begeistert. Hier auch, was ist das hier? Ist das ein Deutz oder ist das ein Fendt oder was ist das hier für ein Modell? Das ist ehrlich gesagt gar nicht. Luftgekühlt. War damals offensichtlich ein Prädikat. Ein Ursus. Hier unser Güldner. Unser Güldner, er strahlt hier aber wirklich. Da war noch mal ein bisschen gepflegt, ne? Der hatte schon wesentlich schlechtere Zeiten. Der hier dagegen, der hat offensichtlich wirklich schlechte Zeiten. Der ist schon so ein bisschen... Müssen wir gucken, dass es nicht auseinanderfällt beim Fahren. Was haben wir hier vorne noch? Ein Unimog. Ach, das ist ja auch hervorragend. Da möchte ich auch mal einsteigen. Darf ich da einsteigen? Natürlich. Können Sie machen. Das ist ja super. Ein Unimog. Mensch, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Aber ich glaube, ich werde mir das nochmal ganz in Ruhe anschauen. Und werde die ganzen Eindrücke auf mich wirken lassen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Sonntag zu opfern und hier mal hinzufahren. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das ähnlich seht, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Das war also das Oldtimer-Treffen. Ich denke, ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit den ganzen Personen hier unterhalten, die ihre Fahrzeuge ja auch vorbeigebracht haben. Herr Eder parkt seinen Flug wieder. Ich denke mal, hier werden die Fahrzeuge immer mal rausfahren und dann hinten auf die Feldfläche fahren, um die fortzuführen. Auf jeden Fall eine großartige Sache. Ich bin wirklich begeistert. Das ist Landwirtschaft aus einer anderen Zeit, aus einer alten Zeit. Und ich bin mal gespannt, was ich noch so entdecken werde. Werde mich aber jetzt hier den Rest des Tages noch umschauen und dann heute Abend wieder abheizen bzw. wegfahren mit dem eigenen Güldner. In diesem Sinne, also, wenn es euch gefallen hat, gern Daumen nach oben da lassen und vielen Dank an das Pharmatown-Team, dass das hier alles möglich gemacht hat, dass hier sehr, sehr viel Zeit geopfert hat, um das hier so vorzubereiten. Dafür auf jeden Fall von mir einen dicken Daumen nach oben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.